Ingeborg Bachmann aus Die wunderliche Musik. Was aber ist Musik? Was ist dieser Klang, der dir Heimweh macht? Wie kommt's, dass du in deinen Todesstunden wieder nach der Nachtigall rufst und dein Fieber wild aus der Kurve springt, damit du sie noch einmal im Baum sehen kannst, auf dem einzigen hellen Zweig in der Finsternis? Und die Nachtigall sagt, Tränen haben deine Augen vergossen, als ich das erste Mal sang. So dankt sie dir noch, der du zu danken hast, denn sie vergisst es dir nie. Du vernimmst ihr herrliches Wort und trägst ihr dein Herz an dafür. Sie legt es auf ihre Zunge, taucht es ins Nass und schickt es durch das dunkle Tor dem, der es öffnet, entgegen. Was aber ist diese Musik, die dich freundlich und stark macht an allen Tagen? Wie kommt es, dass du wieder gerne isst und trinkst wegen ihr und deinen Nächsten zum Freund gewinnst? Und was ist diese Musik, die dich zittern macht und dir den Atem nimmt, als wüsstest du deine Geliebte vor der Tür stehen und hörtest den Schlüssel schon sich drehen? Was ist sie, über der dein Geist zusammensinkt, ausgebrannt und verascht nach so vielen Feuern, die an ihm gelegt wurden? Was ist dieses Entzücken und dieses Erschrecken, das ihm noch einmal bereitet wird? Der Vorhang brennt, geht auf vor der Stille und eine menschliche Stimme ertönt, O Freude! Was ist dieser Akkord, mit dem die wunderliche Musik ernst macht und dich in die tragische Welt führt? Und was ist seine Auflösung, mit der sie dich zurückholt in die Welt heiterer Genüsse? Was ist diese Kadenz, die ins Freie führt? Wovon glänzt dein Wesen, wenn die Musik zu Ende geht? Und warum rührst du dich nicht? Was hat dich so gebeugt? Und was hat dich so erhoben? Auf deinen Wangen stehen Rosen, aber dein Mund ist weiß geworden, als hätte er Dornen zerdrückt. Dein Auge schwimmt, aber du schwenkst deine Wimpern nicht. Was hörst du noch, weil du mich nicht hören kannst, wenn die Musik zu Ende ist? Was ist es? Gib Antwort. Still. Das war